What's up, Party People? Willkommen zu meiner Teamvorstellung für UET Season 7. Der nächste Season der UET geht los und ich bin auch wieder dabei, so wie immer. Und ja, jetzt war vor, glaube ich, knapp einer Woche der Draft. Also wenn ihr das seht, vor knapp einer Woche, soll, wenn ihr mal wieder mein Mausklicken gehört, ich brauche das gerade ein bisschen nebenbei, zu mir rummanövrieren. Ja, da war der Draft und ja, ich kann mal wieder nicht da sein beim Draft. Letztes Mal war ich, glaube ich, meines Wissens da, diesmal davor auch nicht. Heißt, mein guter Kumpel, der Adrian, hat wieder für mich gedraftet. Deswegen muss ich mich ein bisschen in seine Sicht hineinversetzen während der Teamvorstellung. Ich hoffe, das soll trotzdem passen. Weil es war trotzdem mit mir abgesprochen, das meiste, was er gedraftet hat. Und ja. Auf jeden Fall ist Ziel dieses Season natürlich wieder aufzusteigen, nachdem ich jetzt zwei Seasons da unten rumgehangen bin in Liga 2. Und wir werden sehen, ob es mit dem Kader funktioniert. So, wir gehen mal rein. Das ist die wunderbare Teamgrafik. Wir drehen natürlich wieder an mit Ultimate Overdrive, meinem Team jetzt seit längerer Zeit. Ich glaube, seit Season 3 müsste es sein. Habe ich dieses wunderbare Logo. Ja. Und das Ding war, ich bin direkt mit dem Double Pick reingegangen in den Draft. Ich hatte den ersten Double Pick, also quasi der Übergang von Runde 1 auf Runde 2. Und das ist immer schwierig, da was zu bekommen, worauf man richtig Bock hat. Deswegen war mein ursprünglicher Plan eigentlich Mopex plus noch irgendwas. Irgendwas, was sich gut setupen kann, sonst was. Ob Mopex ist im Liga 1 Draft, glaube ich, mit der zweiten Runde weggegangen. Ich hatte also Hoffnung, dass der noch irgendwie da bleibt. Ist aber, glaube ich, der achte Pick in der Runde 1 gewesen. Also Mopex schon mal raus gewesen. Und ja, Adrian muss dann eben für mich im Draft mir fällt es voran nicht ein. Aber wer musste sich da was Neues überlegen. Und die Wahl fiel dann, weil es eins der Monster, die noch da war nach Runde 1, was uns beide überrascht hat. Baojian, also Qian Power heißt ja im Englischen, Baojian im Deutschen, also eins dieser vier Unheils-Pokémon aus der neuen Gen. Natürlich erst einmal aus der neuen Gen testen, ist wichtig. Und der ist halt geil, also der hat seine 135 Speed-Base, 120 Attack-Base. Relativ cooler Move-Pool, kann eigentlich alles abdecken damit. Und halt diese Fähigkeit, die gegnerischen Verteidigungswerte, oder den gegnerischen physischen Verteidigungswert um 25% senkt. Heißt, er kommt da einfach hin und du hast halt nicht mehr 400 Def, sondern 300. Und das ist ein massiver Unterschied. Und ja, da halt da so ein 120er Attack-Wert noch dazu zu haben, plus eben bei eben diesem Effekt, den die Ability hat, ist sehr cool. Cooler Move-Pool, cooles Pokémon, wir haben ja Chance mit ihm reißen können, also der sieht ja eigentlich schon ganz geil aus, also ich mag auch das Design relativ gerne tatsächlich. Und ja, da war der Plan tatsächlich im Draft. Drafte einfach mal, also nach Pokémon zu schauen, die mit Baojian zusammenpassen, aber die werde ich auch nicht im Gegner-Team haben wollen. Weil die Baojian im Weg stehen. Und dann gibt es so drei Sachen, die man, also zwei, drei Sachen, die man da sehen könnte. Das sind vor allem erstmal Prios und Bulky Waters. Da können wir gleich weitermachen mit dem nächsten Pick. Und da haben wir schon mal Pamomamo. Eins der zwei wenigen Mons, oder eins der zwei Mons in dieser Gen, oder in der bisherigen Gen, die Mach Punch können. Also Tempo-Heap. Heißt, Hälfte der Tempo-Heap-User, also der Prio, die Baojian um 44-fach effektiv trifft, haben wir damit schon mal weg und haben uns selbst damit einen cool Electric Fighting reingeholt. 105 Speed Base, 115 Attack Base. Also auch ein Burr-Laune, der Junge. Drei coole Abilities, alle drei usable, mit Volt Absorber, mit Innere Kraft und mit Eisenfaust. Und das Wichtigste, natürlich, oder das most gimmicky an ihm, Revival Blessing. Also auf Deutsch Vital Segen, glaube ich. Eine Attacke, die
Legend funktioniert wie ein Beleber im Itembeutel. Ein AP, aber du kannst mit einem Pokémon 50% reviven. Und wir werden mal sehen, ob das die einzige Season sein wird, in der dieser Move erlaubt ist. Ich tippe auf ja. Vielleicht sind wir auch der Grund dafür, dass er nur eine Season erlaubt ist. So wie bei Inteleon, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich da der Grund war oder nicht. Ich bin in der Season abgestiegen, aber Inteleon war danach nicht mehr erlaubt und ich war der Einzige, der es jemals gespielt hat in UET. Also Inteleon G-Max in Season 4 war das. Als ich auf Platz 9 gelandet bin, Liga 1 und trotzdem, glaube ich, Platz 3 der Killrangliste hatte. War schon ganz lustig. Ja. Auf jeden Fall, Revival Blessing haben wir hier. Wir haben einen sehr coolen Move-Pool. Und natürlich auch mal einen, hier einen theoretischen Terra-User. Also wir dürfen hier ein Pokémon in die Terra, die Terra-Stylizing-Identity geben. Also wir dürfen ein Pokémon Terra-Stylizen in diesem Team. Ja, da ist Palmo natürlich schon mal hier einer der Favoriten für, weil der das relativ gut ausnutzen kann, vor allem mit seinem Double Shock. Ein Move, der funktioniert wie Ausbrennen. Also wieder, das ist quasi Ausbrennen nur in physisch und in Typ Elektro. Aber wenn man sich Terrace leistet für Elektro-Typen, kann man den Move spammen. Also nicht nur einmal, sondern wirklich durchgängig. Wenn der Gegner keinen guten Ground-Type und keine sonstige Electric Resistance hat und man dem einfach ein Bait ins Gesicht drückt, dem kleinen Palmo, und dann einfach Double Shock spammen kann mit Terra Electric, könnte schon lustig werden. Wir schauen mal, was da so laufen wird. So, wir waren schon bei Bricky Waters. Wir gehen weiter zu dem Bricky Water, Dondozo. Drittes Gen 9 Mon. Und ja, der ist geil. Also, das ist halt ein physisches Wasserrelaxo. Ein physisch defensives Wasserrelaxo. Der hat 105 HP und 115 Death Base. Also, physisch kannst du ihm so ziemlich gar nichts. Zusätzlich, 100 Attack ist noch okay, der ist relativ slow, kein Spätstiff, fein, aber halt 150 HP, also, so ich habe ihn auch speziell nicht geone-shottet. Cooler Movepool und mit Flip-Tail wäre noch ein bisschen cooler. Aber der ist halt wirklich einfach, der steht. Der ist einfach der Tank in Person und es hat Gründe, warum der trotz dessen, dass er nicht so variabel ist, immer noch im OU chillt. Der ist sehr, sehr cool und ist tatsächlich, glaube ich, länger, als er im Sprite auch schon aussieht. Der nämlich relativ, der sieht aus, als wäre er kaum länger als ein Weimar. Mal schauen, wie der Ingame aussieht. Ich habe ihn Ingame nur in dieser einen Szene gesehen, wo man ihn das große Ding fightet. Muss mir mal in-game anschauen, wenn wir hier fighten mit Dondozo. Natürlich auch Unaware dazu. Also jegliche Setup-Sweeper, die wir hier haben, vor allem physische Setup-Sweeper. I look at you, Pelifin. werden Probleme mit dem haben. Was ich sehr schön finde. Weil das Schöne an Unaware ist ja auch nicht nur die Angriffsboosts werden ignored, sondern auch die Death-Boosts. Heißt, wenn ich mich jetzt hier curse gegen einen Bike-Up-User, wie zum Beispiel Palafin oder andere, und den dann Body-Presse, ignore ich auch den Death-Boost von dem. Das ist was ich glaube, hin und wieder Leute vergessen. Und vielleicht kann man das Dondozo ganz gut ausnutzen. Dondozo auf jeden Fall cooles Mon und ich hab Bock auf den. So, das nächste war dann nochmal, also es geht natürlich weiter mit dem Bowdon Protect Zug hier. Also was mag Bowdon noch nicht? Mehr Prios und Rocks. Also haben wir uns einen Defogger reingeholt und nochmal eine Prio, die Bowdon eigentlich hitten würde, und zwar Shirox. Das erste Mon, was hier nicht aus Gen 9 kommt. Aber Shirox kennt man halt. Shirox, der hat sich nicht groß geändert, diese Gen, bis auf dass der Bugbite verloren hat. Was ein bisschen sad ist, aber ist verkraftbar. Und ich glaube, Drew Wingbeat hat er auch nicht mehr, wobei das eigentlich eher Sichlor abfuckt als Shirox. Was dazu ist, der Trailblaze bekommen. Das ist das Meme des Drafts gewesen. Ein 50er Pflanzenmove, der quasi wie Nitolarm funktioniert. Den hast du ziemlich jedes Mon bekommen. Und das Coole ist halt, der wird von Techniker geboostet. Heißt, wir haben einen 75 Stärke Pflanzenmove. Und dann kommt auch so was wie Morlord nicht mehr jetzt wie den Cherox rein. Zusätzlich hat er noch Close Combat bekommen. Was dem auch sehr gut gefällt. Und ist eben noch eins der wenigen Mons, die noch defoggen können in der aktuellen Gen.
Und ja, die sind relativ selten, die Defogger geworden. Die meisten hier in der Liga werden ein oder zwei Entferner maximal haben. Und vielleicht auch nur einen Spinner. Weil die Hazard Removals, weil der Weggang der Hazard Removals und der Zuwachs der Hazard Leger, das ist sehr, sehr gegenteilig. Also du hast mittlerweile auf allem und seiner Mutter hast du Spikes und T-Spikes rumliegen. Während alles und seine Mutter Defog verloren hat. Also, und dann noch zu ein, zwei andere, einem anderen immer noch hier in ein Team kommen, was eigentlich normalerweise auch Defog hatte, aber es auch verloren hat. Auf jeden Fall Sheox hat's noch und damit haben wir hier unsere Main Hazard Removal für dieses Team. Womit Sheox vielleicht ein bisschen verschwendet ist, aber, ja. Er kann es halt und auf einem Bandit-Set kann man auch mal einen Defog reinstellen. Das ist jetzt auch nicht das größte Problem. So, weiter geht's in der Vermeidungsstrategie. Wir halten Bordon am Leben. Wir gehen weiter mit Zilembrim. Was macht Zilembrim? Zilembrim macht Magic Bounce. Und macht Fallen-Types abfangen. Das sind die beiden Jobs von Hatterene hier in dem Job Baojun zu protecten. Der Job an sich für Zilembrim ist halt Zilembrim sein. Das Ding ist ultra cool. Wir haben hier einen Magic Bounce, mit dem wir alles an Hazards und ähnlichem abwehren können. Wie gesagt, in so einer Hazard-Gen, die wir jetzt haben. Sehr praktisch. Wir haben natürlich mal ein Combine-Setup. Wir haben ja einen Trick Room-Leger, falls wir mal was in die Richtung brauchen. Und wir haben hier unsere Fairy. Wir haben eine sehr gute Fairy, meiner Meinung nach. Also eine meiner Lieblings-Fairies eigentlich von denen, die man so hätte haben können. So, dass die Fini und so sind ja nicht mehr da, leider. Werden wahrscheinlich irgendwann wiederkommen, aber aktuell zumindest nicht da. Und von den Fairies, die wir hier nehmen konnten, wirklich die mir mit am besten gefallen hat. Ja, leider keine Power Whip mehr, das war auch immer so ein Gimmick-Move irgendwie. Warum auch der es konnte. Ja, also leider keine SD-Setup, SD-Games mehr mit dem. Habe ich glaube ein, zwei Mal in Gen 8 in privaten Ligen gemacht. Wird hier wahrscheinlich eher schwierig, aber wir schauen mal. So, next one. Wir gehen weiter auf den Protection-Zug, aber jetzt in die andere Richtung. Wie helfen wir Baojun möglichst viel Kills zu machen? Wir gehen hier aufs Chipping. Also geht dann schon mal uns anchippen bis zur Unendlichkeit, dass Baojun nur noch so 10 KP jedes Mal wegholen muss und sich damit die Kills abstauben kann. Und zwar Seitigant. Oder Garganeckel, wie der englische Name ist, den ich ein bisschen cooler finde. Wie Adrian im Draft schon meinte, der sieht ein bisschen aus wie Donkey Kong. Donkey Kong in Minecraft mit einem Igel auf dem Kopf. So würde man es am ehesten sagen, glaube ich. Ja, der ist echt cool. Ich mochte den eigentlich, den ich das erste Mal gesehen habe. Weil das ist halt einfach ein Klotz. Ich mag Klötze. Das sieht irgendwie komisch aus zu sagen. Nee, ich bin immer großer Fan von diesen großen Monsterviechern, also so Rhyperior, Nidoking, eh immer so ein paar meiner Lieblingsmonster gewesen. Und der ist halt mehr Klotz als Monster, aber der passt da irgendwie Mama auch relativ gut dazu. Ist einfach dicker Stein, der ist wie Gigalith. Und Gigalith war auch Gigalith, was der Name ja schon sagt. Ja, was macht Garganeckel? Garganeckel legt Rocks, Garganeckel hat eine Ghost Resistance, was funny ist. Kann nicht gesettet werden, zumindest mit seiner Purifying Salt Ability. Clearbody hat er auch, also dass seine Sets nicht gesenkt werden können, vielleicht auch mal ganz praktisch. Kann hier Dick Body Press Setup fahren und ähnliches. Und hat einen sehr coolen Move, seinen Special Move Salt Cure. Ein 40er Rock Move, was erstmal nicht so krass klingt. Der macht aber Damage nach der Runde. Und zwar ein Achtel pro Runde. Heißt, kann man auf Salt Cure rein. Kriegst erstmal den Salt Cure Schaden mit 100 Attack Base und Stab, was jetzt wahrscheinlich auch nicht so wenig wäre. Plus dann ein Achtel pro Runde. Und noch lustiger ist es, was mag Garganeckel am wenigsten? Steel und Water Types. Was kriegt doppelt so viel Schaden von Salt Cure? Also von dem extra Schaden von Salt Cure? Water und Steel Types. Also wenn der jetzt irgendwie so ein. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel Dondozo nehmen. Dondozo kommt auf Garganeckel rein, so easy Setup auf den. Kriegt innerhalb von der ersten Runde, in den nächsten Runden, jede Runde 25% Schaden durch Sword Cure. Jede einzelne Runde kriegt der Sword Cure Schaden.
Und das macht Garganeckel sehr cool, weil da kommt halt, dass alles, was da reinkommt, wird direkt gechippt. Du kannst mit Sword Cure alles richtig gut anchippen, weil alles da um die, weil alles Minimum ein Achtel, teils sogar ein Viertel verliert. Und das einfach nur, weil es in den Move reingekommen ist, den man eigentlich immer drücken kann. Und das ist ein Ding, was Garganeckel hier sehr cool machen könnte. Und wir schauen dann mal, was man damit so anstellen kann. Nebenbei, sorry, wenn meine Stimme ein bisschen komisch klingt. Ich bin seit einer Woche erkältet. Ich mach die Tiefenstimme jetzt wirklich kurz vor knapp, weil ich eigentlich gehofft habe, meine Stimme wird noch ein bisschen besser, aber es ist nicht besser geworden. I'm fucking sorry. So, weiter geht's. Mit Celestial, ein weiterer im Bunde des Chipping Trains. Also wie gesagt, es baut alles ein bisschen aufeinander auf. Das ist eigentlich ganz lustig an dem Team. Celestial, was macht Celestial gut? Celestial kann toxen. Und zwar alles toxen. Und wenn ich sage alles, dann meine ich auch alles. Der toxt wirklich alles. Der toxt aus D-Types, toxt auch Poison-Types. Und wie gesagt, da haben wir halt zwei Mons, die da ein relativ interessantes Gimmick für sich haben, was sie gut ausnutzen können. Also jetzt hier eben das Toxic bei Celestial, dass es alles toxiken kann. Wir haben den eben das Sword Cure bei Garganeckel. Ich wollte ja Englisch und deutschen Namen verwechseln. Also vermischen, ich wollte Galtigant heißen. Galtigant. Galtigant sagen, nicht heißen. Celestial, wie gesagt, der Toxtrum, der, man kennt Celestial, 111 Spezi-Attack, ist auch nicht so wenig mit Fireblast und Sludge Bomb. Also Damage kann er auch gut machen, hat auch nächste Platz gehabt, theoretisch. War das noch? Ja, hat er noch. Classic, Celestial und ich finde ihn lustig, von dem her. Werde ich auch mit dem hoffentlich Spaß haben können hier. So, weiter geht's mit Appleton. Warum Appleton? Appleton geht auch ein bisschen auf diesen, also der ist ein bisschen weniger jetzt dabei auf dem Chipping Train, aber auch dabei. Und zwar kann er eigentlich immer Apple Asset drücken. Auf alles. Und da kriegt dann immer den Spezial Drop. Und heißt nachher alles immer nochmal ein bisschen mehr Schaden. Und so gehen wir weiter auf den Chipping Train. Und zuerst ist ein Dragon Type. Ein Dragon Type soll jedes Team haben. Wir haben unseren Fantasy Core damit jetzt vollständig und tatsächlich auch den Starter Core, also Feuer, Wasser, Grass. Die sind beides Rollen, die ja ordentlich erfüllt. Zuerst haben wir eben hier einen 100er Spezi-Attack, der ganz okay ist. Wir haben hier eine ordentliche Coverage bei dem. Ein, zwei lustige Gimmicks vielleicht noch. Ja, und ich finde ihn lustig. Mal schauen, was der kann. Ich habe noch nie in der Dorfliga gespielt. Jetzt wird es das erste Mal sein und vielleicht macht er mehr, als ich erwarte. Also es ist ein Tier 5. Ich erwarte nicht so viel von dem. Aber wenn er was macht, ist ja schon cool. So, wir kommen zu den letzten vier. Und gehen dann erstmal zu Palisand. Palisand ist unser Ground-Type in diesem Kader. Einer der besseren, die noch da waren. Ich mag Palisand sehr gerne. Ich weiß auch, dass es Leute gibt, die ihn haten. Ich finde ihn cool. Der hat einen sehr ordentlichen Bulk. Water Compaction, lustige Ability. Auch wenn die im Draft ein bisschen schwer zu nutzen ist, weil da so ziemlich wie ein Water-Type, der irgendwie speziell angreift. Weil alle nur mit Bulky Water-Types spielen, die halt irgendwie normalerweise Scald spielen. Es gibt keine Scald mehr, aber sowas in die Richtung halt. Oder halt einfach böllern wie Sau. Also was wie Azumarill oder Pelophin oder whatever. Die machen ein bisschen zu viel, als dass da Water Compaction wirklich einen Sinn hätte. Trotzdem coole Ability. Wir haben einen Ghoster zusätzlich, also Normal Spam, Falling Spam, auch schwierig gegen den. Wir haben nochmal Rocks, ich glaube Spikes hat er leider nicht bekommen, eins der wenigen Ground Types. Und ja, mal schauen, was der so macht. Wir sind hier in dem Bereich, wo die Mons nicht mehr so ultra wichtig fürs Team jeweils sind. Halt der Lower Tier Bereich, das ist meist noch ein Team Support und mehr nicht. Weil das ist gleich beim nächsten Mon. Wir haben hier Squawkabilly. Ich weiß nicht, gerade verwechselt. Ich dachte, das nächste Mon kommt jetzt schon.
Auf jeden Fall, das war Adrians Meme-Pick für mich. Er wollte unbedingt ein Meme picken, das war am Ende Squawkabilly. Oder auf Deutsch Cavaloro. Ja, das ist quasi ein fliegendes Radikal. Und das nehme ich mit. Also, wir haben hier Guts, wir haben einen Speed von knapp unter 100, wir haben knapp unter 100 Attack und haben Fassade. Also, wie gesagt, es ist einfach nur ist quasi fliegendes Radikal und wir schauen mal, ob der was Lustiges machen kann. Also, der wird vielleicht ein, zwei Mal dabei sein, wenn überhaupt. Da vielleicht mal ein bisschen Schaden machen. Wenn das macht, bin ich fein damit. Also, das ist halt hier ein T5. Flying Type und ja. Mal schauen, was der so machen kann. So, jetzt kommt das Mon, was ich erst im Kopf hatte, und zwar Maske Regen. Letzte Tier 4 hier. Der ist. Ja. Das ist halt Maske Regen. Einer von drei Websettern im aktuellen Meta. Da gibt es noch Cricketune und die Spinne aus dem neuen Gen, die ziemlich hässlich ist. Ja, von eben Maske Regen, der beste meiner Meinung nach. Hat auch Hurricane jetzt bekommen, was dem sehr gut gefällt. Immer noch Quiver Dance, immer noch Secret Webs, kann auch Tailwind. Hat auch immer noch seine ganzen Wasser- und Eis-Coverage-Moves, die er immer hatte. Was immer so ein bisschen besonders gemacht bei den ganzen, bei den Sticky Web Legenden, oder bei den Faltern, die Quiver Dance konnten. Der konnte immer noch Ice-Coverage und sowas. Auf jeden Fall Intimidate auch sehr cool bei dem. Immer coole Ability. Intimidate einer der besten Abilities im Game. Und eben Webs. Und für Webs ist der auch da und Webs findet er auch lustig und ja. Dann kommen wir zum letzten Mon. Sorry. Ja, das ist jetzt ein Mon, was noch eine gewisse Rolle erfüllt, so ein bisschen erneuer macht noch im Team oder ähnliches. Wir haben hier noch Haunter. Den Ghost und den Poison haben wir schon im Team. Was ich im Draft irgendwie vergessen habe. Aber was der halt macht, ist Nerven. Der hat unglaublich viele Tools. Also, das ist ja quasi ein Cheap Gengar. Ein bisschen langsamer. Also, viele Tools hat der. Den kannst du in alle Richtungen irgendwie noch annoying Shit geben. Und es kann funktionieren. Also. Ob du jetzt irgendwie mit dem Nasty plotten willst, noch, weil du denkst, das Setup ist lustig. Ob du mit dem Destiny bonden willst. Ob du mit dem Haze. Ja, als Hazer nehmen willst oder ob du hast so viele Möglichkeiten mit dem und ja, als letztes Mon im T5, weil im Free T5 ist ja auch noch ganz praktisch. Und zusätzlich sehen wir noch unseren Terra-User, wie vorhin schon angeteasert, es ist Paamo-Mamo geworden. Es war von Anfang an schon relativ klar, dass wir ihn als Terra-User haben wollen. Wir haben uns für die Typings Electric, Ice und Flying entschieden. Electric sollte klar sein, Eis auch. Und Flying, ja, der soll vielleicht mal eine Runde leben, wenn er Revival Blessing drückt. Und da ist der Ground Resistance vielleicht ganz praktisch. Ja. Sonst, ich glaube, das meiste im Team ist gesagt, falls ihr Fragen habt, Kommentare sind offen. Und ja, der erste Spieltag kommt, glaube ich, Anfang Januar. Also, ich glaube, 7. 1. irgendwie sowas in die Richtung. Bin ich ganz sicher. Auf jeden Fall, bis dahin. Ciao, ciao.